Willkommen bei Fox Toy Box. Ich habe euch heute was Interessantes mitgebracht und zwar aus dem Hause Mattel zu der Netflix-Serie Masters of the Universe Revelation Teela. Ja, wie wir sehen können, kommt sie auf der Standard Masterverse Verpackung. Hier oben haben wir Masterverse stehen. Hier steht 30 Bewegungspunkte. Schauen wir uns die Uhr mal ein bisschen genauer an. Ach ja, das ist das neue Design. Von einigen geliebt, von einigen gehasst. Muss man sich gleich mal selbst ein Urteil von machen. Auf der einen Seite haben wir Teela stehen. Auf der Rückseite sehen wir wieder mal ein schönes Artwork. Inklusive einer kleinen Biografie. Das heißt, das ist die amerikanische Version. Das Artwork finde ich jetzt eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja. Des Weiteren werden noch folgende Figuren beworben: He-Man, Man-at-Arms, Skeletor, Beastman und Spikor. Auf der anderen Seite haben wir auch wieder ein sehr schönes Artwork von Teela. Ja, gut. Dann packen wir die gute mal aus und schauen uns mal an, was diese Teela uns so mitbringt. So, und hier haben wir sie jetzt ausgepackt, Teela. Ja, ich muss jetzt erstmal sagen, sie gefällt mir erstaunlicherweise doch ziemlich gut. Schauen wir uns sie mal genauer an. Ja gut, der Haircut ist halt, die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut. Ach, ich sag mal, irgendwie steht es ihr doch schon. So ein bisschen. Klar, wir sind alle gewöhnt, dass die lange Haare hat oder halt mit einer Tiara rumrennt. Aber ansonsten eigentlich ziemlich gelungenes hier Gestaltung des Gesichts. Auch sehr schön bemalt, muss man echt sagen. Auch die ganze Rüstung ist sehr richtig schön gestaltet worden. Und auch schön bemalt. Kann man jetzt erstmal so nicht drüber meckern. Also, ich finde auch sehr schön, wie sie hier die Andeutungen von dem Leder hier gemacht haben mit der Bemalung. Finde ich richtig gut. Also, kann man echt nicht drüber meckern. Die Figur ist so, wie sie jetzt hier steht. Knapp 16,5 cm groß. Und natürlich bringt sie auch die üblichen Bewegungspunkte mit. Also einen Kopf, den kann man voll beweglich drehen, Arme nach außen, die gehen schon schwerer nach hinten, nach vorne, Bizepsgelenk, ein doppeltes Ellbogengelenk, ein Handgelenk zum Drehen und zum Kippen, das typische Brustgelenk, ein Hüftgelenk, die Beine kann sie sehr schön und weit nach außen machen, also Van Damme des Grüßen, nach vorne, nach hinten, nicht so viel, das gibt halt die Gestaltung der Hose oder des Rockes in dem Sinne nicht her. Sie hat ein Oberschenkelgelenk, sie hat ein doppeltes Kniegelenk, sie hat ein Stiefelgelenk, ein Fußgelenk zum Drehen und zum Kippen. Ja, also kann man jetzt erstmal als eine sehr solide Figur bezeichnen. Sie kommt auch an einiges an Dreingaben und zwar hat sie Wechselhände mit, eine offene linke Hand und eine Greifhand für die rechte Seite. Ansonsten kommt sie halt mit einer Faust und mit einer offenen Greifhand. Natürlich kann man ihr auch die Hände ohne Probleme wechseln. Also, so. Das geht. Dann kommt sie halt mit drei Versionen ihrer Waffe. Einmal mit den eingefahrenen, mit der eingefahrenen Waffe, dem Waffengriff quasi. Hat schon so eine leichte
Tendenz zu einem Lichtschwert, muss man ja schon gestehen. Dieses kann man ihr hier hinten reinstecken. Und dann hat sie ihre Waffe quasi, die eingefahrene Waffe, auch verstaut. Dann kommt die zweite Version der Waffe, und zwar die Schwertversion. Dann ist aus dem Griff, kommt dann ein Schwert raus. Das hat leider auch ein bisschen in dem Blister gelitten. Es ist ein bisschen krumm, aber auch da wird man bestimmt mit ein bisschen Wärme was lösen können. Vor allem auch hier die Farbgebung ist auch sehr schön gemacht worden, auch sehr gut bemalt, muss man ehrlich gesagt gestehen. Haben sie richtig schön gemacht. Und natürlich die dritte Variante ist der Speer. Auch der ist richtig schön geworden, kann man nicht anders sagen. So, geben wir ihm die mal in die Hand. Wie wir hier sie sehen können, ist auf jeden Fall der Speer schon mal sehr groß gewählt. Oder die Hände sind zu klein. Man kann es auslegen, wie man will. Machen wir es mal so. Wir geben ihr hier den Speer und ihr hier das Schwert. Man muss ihr schon hier quasi den Daumen brechen, damit das gut funktioniert. Aber was soll man sagen? Hier haben wir sie voll bewaffnet, was quasi eigentlich unlogisch ist, weil es ja eigentlich ein und derselbe Griff ist. Ja, und dann würde ich doch mal zu einem Vergleich kommen. Hier haben wir quasi die Teela aus der Classics-Reihe. Für mich immer noch eins der besten gestaltetsten, bemaltesten Gesichter, das ich je gesehen habe. Dann haben wir die Teela aus dem Vintage. Na, bleib stehen. Ja. Und dann haben wir auch noch die Origins Teela. Und hier haben wir wieder 3, 4 verschiedene Teela Charaktere. Klar, das klassische Design. Dann die Classics-Figur, die auf dem klassischen Design basiert. Die Origins-Figur, die beiden Attribute von der Vintage und von der Classics-Toyline kombiniert. Und jetzt sehen wir die Neuinterpretation zu der Revelations-Serie. Und ja, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Figur, die sich nicht hinter den anderen Figuren verstecken muss. Sie sieht richtig gut aus, meines Erachtens. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Genau, und dann sage ich jetzt mal, sollte euch dieses Video gefallen haben, liked es, teilt es, kommentiert es, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt, Neues aus Fox Toy Box.